Existiert das Böse? Ja, es ist wieder Zeit für eine Philosophiestunde mit deinem Lieblingsdeutschlehrer. Hallo, liebe Deutschlernende, und heute geht es genau um dieses Thema, das Böse. Nun, ich fange mal so an. Ich habe keinen Fernseher. Ich schaue keine Nachrichten. Ich schaue mir YouTube-Videos an und ich bin manchmal auf Reddit. Und deshalb bekomme ich schon mit, was so in der Welt passiert. Und natürlich auf Facebook, obwohl ich da nicht so viele Nachrichten erhalte. Und manche Leute, die denen Erfolg im Leben sehr wichtig ist, die raten, keine Nachrichten zu schauen. Und ich stimme auch im Großen und Ganzen zu. Es ist oft sehr ablenkend, wenn man viele Nachrichten schaut und hört man von all den schlechten Dingen, die so in der Welt passieren. Es passiert ja auch sehr viel Schlechtes in der Welt. Und der Gedanke ist, wenn wir weniger Nachrichten konsumieren, gerade wenn wir keine Nachrichten konsumieren, die sehr darauf abzielen, Angst zu machen, ja, das ist Schlechtes in der Welt passiert und das ist Schlechtes in der Welt passiert, dann kann es einen schon sehr deprimiert machen. Ja, und es ist besser natürlich, wenn man Nachrichten konsumiert, die positiv sind. Ja, dann ist man motivierter am Tag, dann ist man inspirierter und so. Und deswegen versuche ich auch, mehr positive Nachrichten zu hören als negative. Ich versuche, inspirierende Podcasts zu hören. Nein, ich versuche es nicht nur, ich schaffe es. Ich höre mir inspirierende Podcasts an. Ich versuche auch immer sehr positiv in diesen Videos zu sein. Aber, hier kommt das gute Aber, ich denke, man kann es auch zu weit treiben. Ja, es ist wie bei allen Dingen eine Balance im Leben. Ich denke, die Mehrheit der Menschen tendieren zu sehr zum Negativen, dass sie zu sehr Nachrichten konsumieren, die sehr schlecht sind und die sehr deprimierend sind. Aber man kann auch in die andere Richtung zu weit gehen, denke ich, wenn man gar nicht mehr negative Nachrichten konsumiert, ja, wenn man gar nicht mehr sich informiert über Dinge, die eventuell schlecht laufen im Leben. Und jetzt kommen wir zurück zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Existiert das Böse? Denn wenn wir einfach nicht, wenn wir einfach Nachrichten ignorieren, dann können wir vielleicht denken, oh, alles ist toll, ja. Aber deshalb existiert es ja trotzdem immer noch, auch wenn wir Nachrichten ignorieren. Ja? Also ich denke, es ist nicht so, dass das Böse an sich existiert. Also gerade wir Deutschen haben einen Hang dazu. Das heißt, wir machen es oft, dass wir Dinge substantivieren. Wir substantivieren Wörter, also böse ist ein Adjektiv und wir machen es zu einem Nomen, das Böse. Gerade in der Philosophie, vielleicht ist das der deutsche Einfluss in die Philosophie, dass wir Deutschen sagen, das Böse und das Gute und so weiter. Ich denke zumindest, gibt es Menschen, die böse Dinge tun. Ja, ich denke nicht, dass es das Böse an sich gibt. Je nachdem, wie man das definiert, das ist so ein schwieriger Begriff, das Böse. Ja, aber ich denke schon, es gibt Leute, die böse Dinge tun. Und wenn jetzt mein Ziel ist, inspiriert zu sein im Leben, wenn mein Ziel ist, erfolgreich zu sein, wenn mein Ziel ist, erfolgreich zu sein, dann kann es unter Umständen auch helfen, wenn ich mir bewusst mache, wie schlecht manche Dinge sind in der Welt. Denn das motiviert mich dazu, dagegen zu kämpfen.
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass das Böse existiert oder dass böse Dinge passieren in der Welt und dass viele Dinge nicht optimal sind, dass viele Dinge besser laufen können, um dann die Motivation zu haben und die Inspiration dagegen zu kämpfen. Ja, das ist meine Meinung. Das sind meine Gedanken, die ich so habe über das Thema das Böse, ob so etwas wie das Böse existiert oder wie wir mit schlechten Nachrichten umgehen sollten. Und ich bin sehr gespannt, was du denkst. Ich bin sehr gespannt, was du denkst. Und schreib ruhig in die Kommentare, was du über dieses Thema denkst. Ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema. Es ist ein sehr spannendes Thema und ein potenziell sehr motivierendes Thema, obwohl es so negativ scheint. Denn ich denke, das Ziel sollte auch immer sein, die Wahrheit zu erkennen und nicht die Augen zu verschließen vor der Wahrheit und vor der Realität. Ja? Und wenn wir die Realität erkennen, wenn wir das Böse erkennen, oder wenn wir halt erkennen, was so in der Welt passiert und was so Schlechtes in der Welt passiert, dann denke ich, können wir viel besser das Leben meistern, weil wir wissen, woran wir sind. Wir wissen, was die Realität ist. Ja? Wir wissen, was passiert. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das war inspirierend. Ich habe noch mehr Gedanken über dieses Thema und ich glaube, ich werde höchstwahrscheinlich noch ein Video darüber machen und gerade wenn ich viele Kommentare erhalte, dann werde ich auch viel wahrscheinlicher ein Video darüber machen, weil ich sehe, dass es euch interessiert. Ja, sag mir, was du denkst und wie immer, bis morgen. Und meine Herausforderung ist auch immer, wenn ich sage, schreib mir Kommentare, ist auch immer, versuch mal auf Deutsch zu schreiben. Ja? Versuch mal auf Deutsch zu schreiben. Wenn du es nicht kannst, dann kein Problem. Aber wenn du denkst, du könntest es eventuell schaffen, dann schreib ruhig deinen Kommentar auf Deutsch. Und wenn du Fehler machst, ist das absolut kein Problem. Es ist absolut kein Problem. Leute sagen mal zu mir, sorry, ich habe bestimmt ganz viele Fehler gemacht. Brauchst dich nicht entschuldigen. Ist vollkommen okay. Also schreib mir deinen Kommentar. Ich bin gespannt, was du denkst. Und bis morgen. Tschüss.